LED und X27, Essenz, Konkurrenzkampf zwischen Ekaterina plus Maria Maxina? Wird die diesjährige Let's Dance Staffel für Ekaterina Leonova, 35, eine besondere Herausforderung? Die russische Tänzerin ist ein absoluter Zuschauerliebling und gehört seit der 6. Staffel 2013 zu den erfolgreichsten Profis der beliebten RTL-Tanzshow. Sie verhalf Gil Oferim, Ingolf Lück und Pascal Hens zum Sieg, keine, er ihrer KollegInnen holte den Pokal so oft nach Hause. Wie sie? Bekommt sie jetzt aus den eigenen Reihen mächtig Konkurrenz? Ihre enge Freundin Maria Maxina, 25, feiert in der diesjährigen Staffel, die am 17. Februar startet, ihr Profitänzerinnen-Debüt, neben ihrer guten Freundin Ekat. Ich freue mich so sehr auf die Show, auf meine Tanzkollegen und auf die bevorstehende Reise. Schreibt sie bei Instagram und betont, ich bin überglücklich, diese Möglichkeit bekommen zu haben. Doch zwischen Ekaterina Leonova und Maria Maxina gibt es keine ungesunde Rivalität. Mitnichten, die beiden stehen sich sehr nah und wohnten eine Zeit lang zusammen in Köln. Sie bezeichnen sich beide oft und gerne als Schwestern und haben demnach ein inniges Verhältnis. Ekaterina Leonova habe Maria Maxinas Mutter auch versprochen, dass sie auf die 10 Jahre jüngere Tänzerin aufpasse. Wie auf ihre kleine Schwester. So ist es entstanden, dass wir so familiär sind. Ekaterina sagte zu RTL, ich weiß, dass uns nichts auseinanderbringen kann und dass dieser Mensch immer an meiner Seite steht. In guten und in schlechten Zeiten. Wir wünschen Ekaterina Leonova und Maria Maxina bei Let's Dance natürlich nur gute Zeiten und viel Spaß. Natascha und Dennis haben sich in der letzten Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick das Ja-Wort gegeben, doch das Experiment scheiterte. Schon kurz nach den Flitterwochen gingen die beiden getrennte Wege. Natascha scheint nun endgültig mit ihrer Ehe sowie der Show abschließen zu wollen. Denn sie versteigert ihr Brautkleid. In ihrer Instagram-Story bietet die Pferdenerin die weiße Robe an. Zunächst lag das Startgebot bei 200 Euro. Inzwischen liegt es bei 550 Euro. Am kommenden Dienstag, 7. Februar, wolle sie das Höchstgebot verkünden. Was war denn da los? Als Stern-TV-Moderator Steffen Halaschka, 51, der neuen Dschungelkönigin Jamila Rube, 55, am Mittwochabend, 1. Februar, Fragen stellte, kam es zu einem Zwischenfall, plötzlich stürmte ein Mann auf die Bühne. Unterbricht Halaschka und meint, Hallihallo, wusstet ihr eigentlich, dass WWE Fedeka ist? Der TV-Profi reagiert mit einem schlagfertigen, sie möchten hier die Sendung stören und einfach mal eine Botschaft platzieren? Ein Sicherheitsmann führt den Störer von der Bühne. Doch kurz darauf kommt ein zweiter Mann auf die Bühne, brabbelt etwas Unverständliches vor sich hin und wird ebenfalls entfernt. Was dahinter steckt? Mit WWE könnte die erste Person den amerikanischen Wrestling-Veranstalter World Wrestling Entertainment meinen. Auf dem Schädel seines Kapuzenpullovers steht zudem die Bezeichnung Stone Cold. Der Ringname des ehemaligen US-Wrestlers Steve Austin, 58. Welche Botschaft die beiden Störenfriede mit ihrem Auftritt senden wollten, ist dennoch nicht bekannt. Am 13. Februar 2023 startet die zweite Staffel von Diese Ochsenknechts exklusiv auf Sky und schon in der ersten Folge. Die Gala vorab sehen durfte, werden allerhand Geheimnisse gelüftet. So enthüllt Cheyenne Ochsenknecht, 22, dass ihr großer Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht, 32, eine neue Partnerin hat. Ich meine, Wilson hat jetzt gerade auch eine Freundin und ich liebe sie über alles, sagt Cheyenne, woraufhin Wilson in einer Interviewsituation etwas verlegen bestätigt, ja. Ich bin vergeben. Verrückt, oder? Ob wir in den weiteren Folgen mehr über die Partnerin des Schauspielers erfahren werden, bleibt abzuwarten. Die beliebte Fox-Sendung First Days, ein Tisch für zwei, bekommt Promi-Nachwuchs. In der ersten Folge von Promi First Days am Montag, 26. Januar 2023,
versucht Schauspielerin Liz Buffett, 53, eine neue Liebe zu finden. Doch ihre TV-Suche nach einem neuen Partner hat einen traurigen Hintergrund. So ein Date hatte ich noch nie, bei dem man noch nicht mal wusste, wie sein Gegenüber heißt, erklärt der einstige Lindenstraßenstar gegenüber Bild. Liz sei selten so aufgeregt gewesen. Habe nicht gewusst, was sie anziehen sollte. Buffett war bereits einmal verheiratet. Ist seit 2 Jahren Single. 2021 dann der Schicksalsschlag, da ist mein ältester Bruder plötzlich verstorben und das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Ich hatte einfach keinen Kopf für sowas, einen neuen Mann kennenzulernen, Anmerkung der Redaktion. Offenbar die gebürtige Bad Godesbergerin. Die Trauer konnte Liz Buffett mittlerweile aber verarbeiten. Sei nun bereit für eine neue Partnerschaft. Die Fernsehnews der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quelle, Bilde, Die Ochsenknechts, zweite Staffel ab dem 13. Februar 2023 abrufbar auf Sky, Instagram.com, RTL.de.